Wenn du meinen Kanal schon länger verfolgst, dann weißt du bestimmt, dass ich schon mehrere Videos zum Thema Backup auf diesem Kanal habe. Leider fallen immer wieder Programme durch meine Testmatrix durch. Ich habe bestimmte Kriterien an ein Backup-Programm, die haben viele aber nicht erfüllt. Darunter war auch die kostenlose Version von Paragon Backup. Das hat sich jetzt geändert und warum ich jetzt das Programm empfehlen kann, das erkläre ich dir nach dem Intro. Es gibt von Paragon Backup and Recovery eine Community Edition. Auf Hinweis eines Kommentators habe ich die jetzt nochmal getestet und muss sagen, diesmal kann ich eine Empfehlung aussprechen. Zum einen erfüllt die Software alle meine Anforderungen. So werden versionierte Backups erstellt, ich kann meine Backups verschlüsseln und der Restore geht auch so einigermaßen. Das Problem beim letzten Test war ganz einfach gewesen, dass wenn der Laufwerksbuchstabe der USB-Festplatte gewechselt hat, war das Programm nicht mehr in der Lage, das richtige Medium für das Backup auszuwählen. Im Zweifel hat es einfach ein Backup auf das falsche Medium gemacht, ohne den Benutzer darüber zu informieren. Das wurde jetzt verbessert. Das ist längst überfällig gewesen, aber ja, jetzt geht's. Einzigen Kritikpunkt, den ich so ein bisschen an der Software habe, ist die etwas komplizierte Restore-Möglichkeit. Möchte man nur auf den letzten Stand zurück, also man hat einen Festplattencrash und möchte alles wiederherstellen, ja, dann gibt es da nicht viel zu sagen, dann nimmt man das letzte Backup und restort das Ganze. Problematischer ist es aber, wenn man an einzelne Dateien rein will. Da muss man genau wissen, in welchem Backup die Datei liegt. Ich hätte es hier schöner gefunden, wenn ich einfach eine Übersicht bekommen hätte über alle Versionen, die er in seinen Backups finden kann von einer Datei. Stattdessen muss ich jetzt jedes Backup einzeln anklicken und habe damit eine ganz schöne Klickarbeit, bis ich meine Datei wieder finde. Vielleicht habe ich die ja versehentlich gelöscht und weiß aber nicht, wann ich die gelöscht habe. So muss ich das ganze Backup dann durchbrowsen, um die Datei wieder zu finden. Aber wir haben hier ja auch eine kostenlose Software, also ein paar Nachteile wird es da sowieso geben. Und am Ende zählt einfach ja nur, dass man an seine Dateien wieder rankommt. Also von daher, für mich gibt es jetzt diesmal eine Empfehlung für Paragon. Und mir gefallen auch so die Einstellungen insgesamt, dass man zum Beispiel sagen kann, wenn ein Backup verpasst wurde, dann wird es zur nächsten Möglichkeit einfach wieder nachgeholt. Das hat mir gut gefallen. Bei den Einstellungen muss man ein bisschen aufpassen. Das Programm möchte am liebsten ständig Vollbackups machen. Das kann man zwar machen, aber wenn ihr mal rechnet, ihr habt irgendwie einen Datenverbrauch von 200 GB auf eurer Festplatte und macht davon regelmäßig Vollbackups, ja, dann wird halt auch die externe Platte relativ schnell voll. Zum einen ist das sehr ressourcenfressend, weil ja jedes Mal der komplette Datensatz übertragen werden muss auf das USB-Speichermedium. Normal macht man da inkrementelle Backups. Und das kann man zum Glück auch einstellen. Das ist ein bisschen beschränkt manchmal. Man kann die Zeiträume nicht so schön wählen und muss dann auch manuell wählen, was dann wieder gelöscht werden kann. Also wenn Dateien zu alt sind, dann können die natürlich gelöscht werden. Man kann zum Beispiel sagen, wir machen einmal im Monat ein Vollbackup, dann ab dann wieder inkrementelle Backups. Wenn der Monat rum ist, wieder ein Vollbackup und wieder inkrementelle Backups. Danach kann man wieder aufräumen lassen, man kann also sagen, wie lange alte Versionen noch behalten werden sollen. Da kann man dann zum Beispiel sagen 99 Tage und dann wird alles, was älter ist als dieser Wert, einfach gelöscht. Und man hat dann wieder speicherfrei. So, dann bin ich jetzt am Ende, also nochmal zusammengefasst, für Paragon gibt es jetzt definitiv eine Empfehlung. Wer sich noch nach Alternativen umschauen möchte, der kann gerne mal auf meine Website gehen. Ich verlinke euch in der Videobeschreibung und in der Infokarte eine Liste mit Backup-Programmen, die ich entweder empfehlen oder halt nicht empfehlen kann. Die habe ich mir nach ein paar Kriterien angeschaut und dann transparent auf meiner Website veröffentlicht. Ansonsten, wie immer, freue ich mich über ein Abo, über einen Daumen nach oben und natürlich über einen Kommentar, welche Backup-Software bei euch im Einsatz ist und vor allem hattet ihr schon mal einen Restore und hat's geklappt.